Guten Morgen. Ja, ich bin doch hier. Ich hatte doch so viele Pakete zu packen, dass ich gedacht habe, los komm, fährst ins Geschäft, machst die Pakete fertig, färbst noch ein bisschen weiter. Ja, und lässt dich dann gleich wieder von deinem Mann abholen. Der braucht heute auch nicht so lange arbeiten. Ist ja Freitag. Ich muss mir erstmal meine Jacke ausziehen. Es ist doch wieder sehr warm hier drin. Also ich begreife das nicht. Wir haben die Heizung. Aber es macht die Fußbodenheizung. Die heizt und heizt und heizt, wenn das draußen kalt wird nachts. Wow, ja, da, ich habe die nur auf 2 stehen, aber trotzdem, ne? So, ja, heute habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich fange mal an mit dem Tuch. Wie jedes Mal. Ich fange mal an mit dem Tuch von Heidi Alanda, das Nomilinto-Tuch. Das ist eine freie Anleitung bei Ravalli. Ich habe das unheimlich gerne gestrickt. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich das also innerhalb kürzester Zeit fertig hatte. Also es ist wirklich ein wunderschönes Tuch. Das Ajourmuster ist sehr eingängig. Es ist also nichts Schwieriges dabei. Also das Tuch gefällt mir richtig gut. So, ja, das Garn dafür habe ich auch noch. Allerdings von dieser Farbe habe ich leider nur noch ein einziges. Also, wenn es jemand haben möchte, ganz schnell sein. Also, wie gesagt, die Anleitung ist von Heidi Alanda, das Noromolinto-Tuch. Du bekommst das kostenfrei, du kannst es kostenfrei runterladen bei Ravalli. Und ich habe verwendet 100% Merino-Garn und zwar als Bobbel. Von der Firma Relana, Farbe 910. Seht ihr, das sind 800 Meter Lauflänge. Nein, ist nicht wahr, ich lüge gerade. 200 Gramm, 700 Meter. Hat aber vollständig ausgereicht für dieses Tuch. Also wirklich. Es macht riesigen Spaß, das zu stricken. Und es sieht auch wirklich richtig schick aus, oder? Also, wie gesagt, ich habe diese Farbe noch ein einziges Mal. Da habe ich die. Ist ja so, ne? Hatte ich ja schon mal erzählt. Wenn man es fertig hat, dann wollen die Leute auch die Farben haben. Das ist die 910. Dann habe ich noch, da habe ich noch ein bisschen mehr von. Und zwar habe ich hier die Farbe 903. Das ist so ein bisschen Flieder ins Blau, in Rosa bis Rot. Auch hübsch. Ist auch eine schöne Farbe. Na? Da habe ich auch nur noch eins von, leider. Und zwar die Blautöne. Also wer es haben will, muss schnell sein. Mich schnell anrufen gleich. Nichtsdestotrotz, also man kann es dann ja auch wieder bekommen. 913 ist die Farbe. Und davon habe ich wieder ein bisschen mehr. Das sind dann hier diese Orange, Gelb und Blautöne, die jetzt so furchtbar modern geworden sind und super diesen Sommer als Tücher getragen werden können. Also die Farben sind doch wohl schick, ne? Also das finde ich auch. Habe ich euch die Nummer gesagt? 966. Also, das sind, ihr braucht einen einzigen Bobbel. 100% Merino, 27,50 €. Ja, das macht das Merino-Garn. Ne? Die anderen Bobbel liegen alle so um die 17, 18 €. Das ist ein bisschen teurer. Das liegt an der Merino. Ja, das war das Erste, was ich euch zeigen wollte. Das schöne Tuch und halt die Bobbel dazu. Dann habe ich mal meinen Giftschrank geöffnet. Ne? Ich nenne das so, weil da sind die hochwertigen, wertvollen, richtig wertvollen Garne drin, also wo man richtig für löhnen muss. Wenn man ich nenne es Accessoire-Garn, weil halt ich überlege jetzt gerade, was ich Fehler gemacht habe. Ich muss jetzt gerade auf Pause. Ich habe die Unifarbenen im Regal liegen lassen, anstatt die mit hier hinzubringen. Das sollte ich mal tun, ne? Augenblick. So, da bin ich wieder, ne? Hab's jetzt erstmal aus dem Regal. Ich sag ja.
Ich komme schon mit den Tagen durcheinander. Ich vergesse die Hälfte. Dass das mal nicht so weitergeht, ne? So. Erstmal ein Schlückchen trinken. Ja, so. Dann habe ich, wie gesagt, habe ich also meine Vitrine geöffnet für euch und habe gedacht, du stellst es einfach mal vor, ihr habt was zu gucken, vielleicht findet der ein oder andere was Schönes dabei. Es ist also hauptsächlich, also außer das Kit Mohair, das ist ja ganz normal im Programm, ist es wirklich Accessoire-Garn. Das heißt also, man benutzt einen Knäuel davon, weil das ja auch sehr teuer ist. Man benutzt einen Knäuel, macht ein Bündchen davon, macht den Kragen damit. Man setzt quasi Akzente damit, diesem Garn, ne? Und ich habe daraus schon mal ein Tuch gemacht. Und zwar, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Es ist ein Kit Mohair Seide Tuch, was Sommer wie Winter getragen werden kann. Im Sommer, wenn es dann etwas kühler wird und man macht sich ein schönes großes Tuch, dann kann man das toll auf der Terrasse oder abends, wenn man weggeht, um die Schulter legen. Und ich habe das Kit Mohair in einem ganz blassen Rosa, was ich leider nicht mehr habe. Ne, was soll ich dazu sagen? Habe das verbunden mit einem Seidengarn mit Glasperlen aus Murano. Murano-Glasperlen waren das. Von langen Jahren die Stellina Perline. Und man kann es so, glaube ich, jetzt die kleinen Perlchen. Kann man vielleicht gar nicht richtig erkennen hier. Schade drum. Ja, ich weiß auch nicht. Ich zeige es euch gleich im Knäuel. Weil ich hatte das dann einfach, das ist also auch ein von mir ausgedachtes Tuch. Dieses Muster hier, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das habe ich mir aus irgendeinem Musterheft. So ein kleines Ajourmuster aus dem Musterheft. Das könnt ihr auch, da könnt ihr auch gucken. Und unten an der Kante habe ich dann halt so ein bisschen umhäkelt. Seht ihr, einfach nur mit Stäbchen, mit Doppelstäbchen. Mehr ist das nicht. Und dann auch wieder unten angefangen mit drei Maschen und in jeder Masche am Anfang, in jeder Reihe am Anfang und am Ende eine Masche zunehmen, damit das Tuch schön so auseinander geht und nicht so. Ja, ich zeige euch mal, welches Garn ich verwendet habe. Und zwar habe ich dafür genommen Langjans Mohair Lux. 25 Gramm, 175 Meter, gestrickt wird mit 3, 3,5 steht drauf. Ich habe dieses hier mit 6 gestrickt. Ich stricke das immer, weil ich finde, dieses Garn muss luftig sein. Es kann ruhig, wenn wir ein Tuch machen, man kann ruhig durchgucken können. Es ist völlig egal, es muss so ein bisschen, das darf nicht so steif sein wie ein Brett, ne? Also es sind 77% Mohair und 23% Seide enthalten. Es kostet 9,50 € und ich habe es in der Farbnummer 158. Jetzt könnte man dazu ein Accessoire-Garn nehmen. Warte mal. Und zwar würde das sehr gut aussehen. Das hat Glasperlen auch aus Murano. Murano Glasperlen, es ist von Schulana. Kizeta Pearl mit echtem Murano Glas. Es sind enthalten, wartet mal, ich muss mal erst wieder gucken, ne? 118 Meter. Das reicht für so ein Tuch, weil du machst ja wirklich nur eine Lochreihe oder zwei. Da reicht das völlig aus, ein einziges Knäuel dafür zu nehmen. Und guckt mal, wie hübsch das aussieht. Ne? Also, wenn man jetzt so ein Tuch macht aus dem, das sieht super aus. Also wie gesagt, Kit Mohair mit Seide habe ich drei Knäuel verbraucht und hiervon, also von dem Accessoire-Garn habe ich ein Knäuel, egal welches ich gleich hochhalte, ist jetzt alles die Lauflänge ist meist gleich. Und es ist halt ein bisschen kostspieliger, es kostet 19,50 €. Ja, das ist, ne? Aber man hat halt etwas richtig Tolles. Was Edles. Und ich habe gedacht, warum soll ich euch das nicht mal vorstellen? Ne? Kostet ja nichts, ne? Man kann ja drüber reden. Also,
Diese beiden Farben fand ich also ganz toll miteinander. Ich schmeiße das mal nach hinten. Dann habe ich ein Gelb, ein Sonnengelb. Ja, auch von der Firma Langmuir Lux Super Kit. Es ist genau das gleiche, wie ich jetzt gerade vorgestellt habe, in diesem ganz hellen Mint. Und dort könnte man dann zum Beispiel ein Weiß zu nehmen. Das hier ist mit Swarovski-Kristall. Es ist, nein, es ist nicht das teuerste, aber es ist schon mit 22,50 € hat es schon seinen Preis. Es ist auch von Schulana, Kizeta-Kristall, Swarovski-Kristalle sind es halt, ne? Also wenn ihr da so guckt, dann seht ihr so kleine Kristalle, die da. Und auch hier wieder 118 Meter, also es reicht wieder für ein Tuch und für eine Reihe Lochmuster, die man dann so einarbeitet halt, ne? Und dann hier wieder genau das gleiche, drei Knäuel und eins von dem. Ist auch hübsch, ne? Ja, so, was haben wir dann noch? Wir haben dann noch ein Grau, auch von der Firma Lang. Mit dem Grau könnte man verbinden jetzt ein Paillettengarn. Also das hier ist jetzt ein Taubenblau-Grau. Also das geht mehr ins Grau, das Blau. Und das könnte man jetzt, das ist, lasst mich gucken, Merino. Also es ist 96% Merino Superfein und 4% Polyester, das sind die Pailletten. Aber die Pailletten, manche sagen ja, oh, Pailletten. Und die, ja, bei den günstigen Garnen ist das wohl so. Bei diesen hier sind die ganz weich. Also die sind wirklich, du merkst das nicht, glaubt es mir. Also es ist wirklich ganz, ganz weich. Dass selbst Kunden schon gesagt haben, die sehr empfindlich am Hals sind. Also das hätten sie auch nicht gedacht, dass das wirklich so schön weich ist, das Ganze. Ne? Also das hat nichts mit diesen steifen Plastikpailletten zu tun. Das ist schon was Ordentliches. So, da haben wir wieder die Mohair Lux Super Kit Silk von Langjans. Wieder das gleiche. Und hier haben wir die Langjans Merino Paillette. Und da erwartet 132 Meter, da kommt er sogar noch ein bisschen weiter mit, kostet 10,95 €. Ja. Also, das passt auch super, super schön zusammen. So, was haben wir noch? Wir haben dann ein Apricot. Für das Apricot, auch von Langjans, würde ich auch wieder das Weiß nehmen. Entweder das Weiß mit den Kristallen oder das Weiß mit Pailletten und Lurixfaden. Aber auch das super weich, nichts Kratziges, gar nicht. Oder halt das cremefarbene mit Pailletten. Die mit Pailletten. Und also die Fancy 14,95 €. Das einmal in Creme mit Pailletten und die Fancy ist mit Silberstreifen und Pailletten. Und das passt wieder super zu dem Apricot. Guck mal, beim Sprechen fällt mir die Brille von der Nase. Geht's noch? Hier denn? Mich auch wieder was beschmiert, ne? Also ich habe schon gesagt, ich glaube, ich muss mir mal eine Friseuse suchen, die so zu Hause irgendwo ist und nichts zu tun ist ja nichts so fassen ist das. So, dann haben wir hier auch wieder von der Firma Langjans Mohair Lux in einem Braunton. Da könnte man jetzt von Schulana die Murano Perlen nehmen. Das sehe sehr schick aus. Oder halt, man könnte einen Schlammton nehmen mit Pailletten von, ne, das ist dann wieder ist die Lina Paillette. Das ist aber diesmal kein Merino, sondern eine 59% Seide, Baumwolle und Polyester. Also Polyester sind immer die Pailletten, ne? Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das hier am schönsten. Was sagt ihr? Naja. Also, das hätten wir auch. Und dann habe ich ja noch von der Firma Rilana Kit Mohair mit Seide, habe ich einen dunkelbraun. Und da fände ich jetzt diesen Ton besser.
Na, den habe ich also einmal mit Pailletten, 10,95, und dann habe ich den einmal mit den Murano-Glas-Perlen, auch das Seidengarn, ne? Das ist auch das Seidengarn. Allerdings ist das das teuerste, was ich habe, 24,95, das Knäuel. Das teuerste Garn, was ich besitze. Nee, stimmt nicht. Ich habe ein Mohair-Garn, Quatsch, ein Kaschmir-Garn. Das ist noch ein bisschen teurer. Ja, ne, es ist nicht umsonst heißt das bei mir der Giftschrank. Aber auch das möchte ich gerne zeigen, ist doch ganz klar, ne? So, dann habe ich wieder von der Firma Langjans Mohair Lux in Weiß, die 01. Habe ich überhaupt die ganzen Farbnummern dabei gesagt? Nö, ne? Nein, hat sie nicht, hat sie nicht. Egal, machen wir gleich noch. So, zu dem Weiß, da passt natürlich alles. Und ich würde rosa nehmen. Also ich würde rosa Pailletten nehmen. Das ist auch ein schönes Rosa. Das ist ein bisschen kräftiger, als wie es jetzt rüberkommt. Oder wartet mal. Da kannst du ja alles zu nehmen. Da könntest du die Swarovski-Kristalle nehmen. Da könntest du hier das Blau sieht toll aus mit dem Murano-Glas. Du könntest sogar schwarze Pailletten dazu nehmen. Also da ist überhaupt keine. Bei Weiß ist ja alles. Ne? Ich sage euch noch schnell die Nummern. Ich sag, wisst ihr was? Ich zeige euch das erst und ganz zum Schluss gehe ich einmal durch und zeige jedes hoch und sage die Nummer davon. Das ist doch das Beste. So, dann haben wir ein Grün und Grün ist mein Stiefkind. Also Grün passt ja nur wieder Weiß, ne? Was anderes kann man ja nicht dazu nehmen, das sieht ja nicht aus. Es sei ja eventuell noch das Braun, aber das finde ich dann auch schon zu. Nö. Also ich finde, das Weiß ist am schönsten zu dem Grün. So, dann haben wir noch ein richtig schönes, sattes Rot, wo ich auf jeden Fall das Paillettengarn in Schwarz zu nehmen würde. Auf alle Fälle finde ich das am schönsten. Man könnte auch noch das Grau, das Murano-Glas in Grau, könnte man auch noch mit dazu nehmen. Aber das war es auch schon. So, dann haben wir Dunkelblau. Und Dunkelblau, da fände ich das Grau sehr schön mit den Perlen. Man kann auch Braun nehmen mit den Perlen, man kann Schwarz oder Rosa. Also da ist jetzt auch wieder nichts. Nee, das sieht nicht aus. Ja, das, nee, finde ich auch nicht gut. Nee, Also ich, wie gesagt, also weiß und blau oder braun und blau oder grau und blau finde ich am schönsten. Ups, das hatte ich mal. Ich zeige das mal eben nach unten, ne, auf dem Boden. Ja, das war's. Das war erstmal die Vorstellung von dem normalen Mohair-Garn und den Accessoire-Garn. Dann habe ich das Ganze, weil wenn es dann langweilig, wenn eine sagt, das ist mir zu langweilig, ne, dieses Tuch in einer Farbe, das finde ich doof. Ja, dann habe ich noch, dann habe ich das Ganze noch im Farbverlauf. Und selbst das im Farbverlauf kann man, nee, 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 nee. Warte mal, da passt das Blau am besten. Das Grau, ne? Selbst das kann man variieren mit dem Accessoire-Garn. Also da suchten wir uns dann was Schönes aus. Ne? Also wie gesagt, die Nummern und alles, das gebe ich euch gleich. Hier haben wir, finde ich, das Weiß am schönsten, weil das Rosa ist mir zu hell, weil da ist ja mehr Pink mit drin. Da könnte man dann noch Schwarz dazu nehmen. Oder man macht es einfach nur ohne Accessoire-Garn, ne? Geht ja auch. Dann haben wir hier noch so ein Apricot. Und für das Apricot habe ich mir gedacht, sieht das Braun sehr schön aus. Ja, das sind alles nur so Anregungen, ne? Und dann habe ich hier einen Braunton, Braun-Grau, wo natürlich ohne Frage
Also das sieht am besten aus, ne? Oder der Braunton. Das ist ganz klar. Ohne Frage. Ohne Frage, das habe ich heute viel. Der Giftschrank, der gibt schon was her, ja. Ne? Mit Pailletten, schwarz, grau oder hier nochmal ein schlichtes mit so einem Lurex-Faden dadurch. Ja. Was haben wir denn noch? Ach, Zweier habe ich noch. So dann ein ganz buntes. Da passt doch ganz bestimmt. Lass mal gucken. Nee, ne? Das passt nicht. Nein, das passt nicht. Nee, das gefällt mir alle nicht. Die Fancy. Die Fancy, die könnte dazu passen. Im Blau. Ja. Und dann zum Schluss noch dieses hier. Da ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen rosa, ne? Und so, da könnte man dann wieder das Rosa zu, weil das so ein bisschen eben noch da drin ist. Oh, wir laufen so wieder vom Schaufenster und gucken und dürfen nicht rein. Ja, naja, was soll's, ne? So, das war das für dieses Tuch. Das andere, was ich hier noch habe, das ist ein Schal mit Pailletten. Ich habe 4 Knäuel davon gebraucht. Ja, und habe es einfach gerade kraus hochgestrickt mit Nadel Nummer 6, damit das ordentlich, ne, fetzt. Da habe ich dann genommen dafür Paillettengarn, wie zum Beispiel das weiße Paillettengarn. Hier habe ich nochmal Paillettengarn mit Silberstreifen. Also sowas habe ich dafür genommen hier. Ne? Solche Dinge halt. Farben sind schön, ne? Grau mit Pailletten habe ich noch. Und dann halt das Schwarze mit dem Silberstreifen. Also man kann da variieren bis zum es geht nicht mehr. Also das ist jetzt dieses tolle Tuch, also so ein Schaltuch, ne? Den man sich also so einfach umbinden kann oder halt über die Schulter legen. Und 4 Stück habe ich davon gebraucht. Ja, das ist, ne? Ja, jetzt gleich zeige ich euch das ganze Garn nochmal und sage euch die Nummern dazu. Und wenn jemand Interesse hat, ne? Ich habe gedacht, ich habe gestern so schöne Wolle vorgestellt, ich kann heute ruhig mal den Giftschrank öffnen. Ich habe noch etwas. Ich habe noch etwas Besonderes. Und zwar von Langjan Mohair Lux Color. Es sind 350 Meter Lauflänge bei 50 Gramm und es sind 77% Mohair und 23% Seide im Farbverlauf. Und zwar in diesem Farbverlauf, in diesem Farbverlauf und in diesem Farbverlauf. Ja, sind auch ein bisschen teurer, sind 350 Meter für 22,50. Das ist schon, aber mit 2 Knäuel habt ihr ein richtig schönes Tuch. Weil ihr strickt ja mit einer riesen Nadel, ne? Also eine Dotti würde ich aus einem kriegen. Also eine Dotti würde ich aus einem Knäuel kriegen und dann würde ich mir irgendwo ein Restchen suchen, wo ich die Kante unten mache. Ist wirklich wahr. So, jetzt wollen wir mal die Nummern sagen. Ne? Wir gehen jetzt mal rückwärts. Und zwar die Langjans Mohair Lux Color. In Senffarben hat die Farbnummer 13. 13. Dann haben wir Lang Mohair Lux Color, Farbnummer 46. Das finde ich toll. Sieht also wirklich. Guckt mal hier dieses Rosa, was da mit drin ist. Und also verschiedene Rosa und Lila Töne sind da drin. Das ist klasse. Und auch das Türkis. Das Türkis hat die Farbnummer 78. Ne? Das ist doch wohl. Ja. Das ist schon edel, ne? Wird auch gleich wieder weggesperrt, gleich. So, dann haben wir hier Mohair Lux Lamé von der Firma Langjans. Und zwar Lamé aus dem Grund, weil da so ein leichter Goldfaden
Faden, den kann man jetzt leider so gar nicht richtig sehen. Ein ganz ebener, leichter Goldfaden zieht sich da durch. Yep. Das ist die Farbnummer 01 von Mohair Luxe Lamé, 9,50 €. So, dann haben wir hier die Langjans Mohair Fancy mit der Farbnummer 48. Da ist jetzt Pailletten und der Silberfaden durch, 14,95 €. Und das gleiche haben wir in Blau. In so einem, ja, eine Mischung zwischen Jeans, na, Jeansblau ist es nicht, es ist ein helles Blau. Auch wieder das gleiche, 14,95 €. Und auch dieses hier, die, habe ich euch jetzt die Nummer gesagt, die 33. Und hier ist die 63, das ist so eine Aubergine, na, mit Pailletten und Lurexfaden. So, dann haben wir noch diese hier in so einem Schlammton wieder, so ein bräunliches, ne, ist genau das gleiche, auch 14,95 €, 140 Meter Lauflänge. Und in Weiß haben wir es auch nochmal, 96. In Weiß ist die 01. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich die Fancy jetzt durch? Ja, die Fancy habe ich durch. Jep. So, dann haben wir hier nochmal Mohair Luxe Lamé. Da hatte ich ja vorhin schon das Weiß gezeigt. Und hier haben wir es in Schwarz mit einem Silberfaden da. So, ja, jetzt kann man so ein bisschen, so ganz eben ist das, ist nicht übertrieben, also ziemlich edel das Ganze. In der Farbe 04. So, dann haben wir von Langjans die Mohair Luxe Pailletten. Also da sind jetzt nur Pailletten. Und zwar die Farbnummer 23. Das ist ein Grau. Siehst du, da sind soeben ein paar Pailletten drin. Und das Ganze haben wir auch noch in der 94. Die 94. Ja, in Weiß oder cremefarben, das ist eher, ne? Die Mohair Luxe Paillette kostet 10,50 €. So, dann haben wir von Schulana die Kitset Seta Pearl, also die Murano-Glasperlen, die da drin enthalten sind. Farbe 610 in einem Braunton. Farbe 633 ist ein Grau. Farbe, ups, 618 ist ein Blau. Das ist toll, ne? Das leuchtet. Und hier haben wir 644 ein Türkis oder Petrol, was man dazu sagt, ne? Würde ich sagen. Also eine Mischung zwischen Petrol und Türkis. 19,95 €. So, dann haben wir die Swarovski-Kristalle. Einmal von Schulana in der Farbnummer 800 in Creme und in der Farbe 831 in so einem Anthrazit, würde ich mal sagen. Ne? Da sind dann die Swarovski-Kristalle drin. Kosten 22,50 €. So. Dann haben wir Langmerino-Pailletten. Die kosten 10,50 €, haben 132 Meter Lauflänge und hier haben wir die Farbnummer 23. Muss jetzt erstmal gucken, was das Merino ist. So, also die 23 hatten wir und wir haben hier die 70. Das ist ein Anthrazit. Ja, das sind die beiden einzigsten, die noch da sind. Und dann haben wir noch das Seidengarn. 53 Seide, 43 Baumwolle, 4 Polyester. Da haben wir die Farbnummer 26.
Das ist so ein Schlammton. Dann haben wir die Farbe 48, das Rosa. Dann haben wir die 33. Das ist so ein schönes Blau. So ein glänzendes, ne? So, die kosten. Warte mal, die waren etwas teuer. Was habe ich denn? Ja, die kosten auch 14,50, genau. Ich muss das auch immer alles im Kopf behalten, ne? So, und jetzt kommt als eins der teuersten. Und zwar die Farbnummer 33, das Blau und die 22 in Schlamm. Das sind die beiden einzigen Farben, die ich noch habe. Kostet 24,95 bei 160 Meter Lauflänge. Also wie gesagt, das, was ich euch jetzt gezeigt habe, bis auf die Mohair-Sachen hier, die Color, das ist auch ein ganz normales, ne? Aber das andere ist alles Accessoire-Garn. Das heißt also, da machen sich die wen, also ich kenne kaum jemand, der sich da ein Pullover draus strickt oder so, um Gottes Willen. Das wird wirklich nur genommen, um Akzente zu setzen, um Bündchen zu stricken, um Streifen einzufügen, um einen schönen Kragen zu haben. Also sowas halt. Oder in einem Tuch ein tolles Muster einzuarbeiten oder ein Lochmuster zu machen oder eine Umrandung zu machen. Also alle, da stehen dann der Fantasie und der Kreativität steht da also nichts nach. Für was anderes, also natürlich, ich habe auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, so, da will ich jetzt 10 Knäuel von, da mache ich mir einen Pulli von. Zu Weihnachten oder sowas richtig Schönes, Edles, habe ich auch alles schon gehabt. Aber im Grunde genommen ist es ein reines Ziergarn, Accessoiregarn. So, dann will ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt will ich mal weitermachen mit dem Colorgarn. Und zwar Langjans Mille Colori Super Kit. Das ist ein 75 Mohair, 20 Pulli und 5 Merino extra fein. Da haben wir hier die Farbnummer 33. Das wäre dieses hier. Ich habe es am Hals. Dann haben wir die Farbnummer 26. Ja. Dann haben wir die Farbnummer 124. Das ist das Schwarz-Grau. So, dann haben wir die Nummer 50. Das ist dieses. Da habe ich mir natürlich auch schon wieder was für eine Seite getan. Wann das wohl mal so? Es ist wirklich. Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Hier gibt es nämlich einige andere, die ich noch dazwischen habe. So, dann habe ich hier die Farbnummer 52. Das ist dieses hier. Schön bunte. Und dann haben wir die Farbnummer 96. Ja, in dem schönen Blaugrau. So, hier hat sich noch was versteckt gehabt. Und zwar Mohair Lux. Nee, ist nicht wahr, da bin ich ja noch gar nicht. Ja, ne? Ich bin halt, ne? Auch nicht mehr die Jüngste. Ich muss auch wieder gucken. So, dann haben wir hier noch die Farbnummer 09. Das ist dieses, ja, Aprikot. Das ist doch schön, ne? So ein ganz helles. Mit so, ja, das ist mehr so vanillig, gelb. So, dann haben wir die 68. Das ist dann mehr wieder rosa, grau, weiß, ein bisschen pinkig. Ja, so, das sind die bunten gewesen. Also heute habe ich ja nun wirklich, ne, ordentlich Nummern vorzulesen. Aber egal. Ich habe gedacht, vielleicht ist das auch mal ganz lustig. So, jetzt haben wir die Mohair Lux von Lang, das normale Mohair Seidengarn. Farbnummer 10 ist das Blau. Farbnummer 23 ist ein Grau. Dann haben wir die 61, ein schönes Rot. Dann haben wir die 01, weiß.
Wir haben die 27, ein schönes Aprikot. Wir haben ein leuchtendes Gelb mit der Farbnummer 13. Wir haben die Farbnummer 196 in diesem bräunlichen. Und wir haben die Farbnummer 158 in diesem Mint. Dann habe ich noch zwei Farben von der Firma Relana, Kid Mohair mit Seide. Und zwar Farbnummer 67, ein Grasgrün. Und Farbnummer 6, ein dunkles Schokoladenbraun. Das war's. Das war Kid Mohair mit Seide und der geöffnete Giftschrank. Ja, ne, so ist das. Ja, so haben wir erstmal wieder 35 Minuten miteinander verbracht. Vielleicht war es ganz interessant für euch, mal zu sehen, was für schöne Wolle es überhaupt so gibt. Ich werde am Montag, werde ich mal die nächsten irgendwo aus der Ecke kramen. Ich habe auch schon gesagt, vielleicht mache ich auch mal eine Sendung über Sockengarne. Soll ich mal so, es gibt ja verschiedene Sortimente von Opal. Und auch die Langjanswolle habe ich hier ja, die man für die Stine und Stitch, für die Socksbook-Reihe verwenden kann. Vielleicht sollte ich euch das auch mal vorstellen. Ich weiß noch nicht. Ich will mal gucken, was ich hier noch alles so finde. Ne? Der Laden ist ja noch groß. Es ist ja noch was da. Obwohl, bevor ich hier wieder aufmache, muss ich Ware bestellen. Geht gar nicht. Bevor ich hier wieder aufmache, muss ich erstmal auffüllen. Da muss ich erstmal was bestellen. So geht das nicht. Wenn hier jetzt einer reinkommt, mein Mann, der schüttelt immer nur mit dem Kopf. Wie wir hier am Rumasen sind in den Regalen, das ist nicht zu fassen. Nicht nur auffüllen, also bestellen und auffüllen, auch aufräumen. Ja, jetzt ist der Laden zu, man rein, ach, immer man raus aus den Regalen, rein in die Tüten, ne? Dann ab zum Versenden. Ja, und dann sieht das, boah, sagte du da letztens, wie sieht das hier aus? Ich sage, ja, so sieht das aus, wenn der Laden geschlossen ist und man hier rumölen kann, wie man will. Es schlimm ist das wirklich. Naja, aber leere Regale ist auch was Schönes, ne? Dann füllen wir die halt wieder auf, was soll's. Ja, so, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten miteinander verbracht. Ich hoffe, es hat euch zum Wochenende hin ein bisschen gefallen, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Vielleicht gefällt euch das eine oder andere und ihr sagt euch, ach, ich rufe bei der Moni mal wieder an. Gestern hatte ich auch wieder so liebe und nette Telefongespräche, also ich freue mich immer auf den Nachmittag, muss ich wirklich sagen. Die Leute rufen an und wir unterhalten uns nett. Also, wie gesagt, da kann ich mich dran gewöhnen. Jetzt kommt meine Tula. Die hat heute gekocht für uns. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Guck, da ist es schon. Hallo. Da ist sie. Ja, ich würde mich verabschieden für heute. Wir sehen uns Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Macht euch, das Wetter soll ja schöner werden. Macht es euch schön in eurem Garten, auf eurem Balkon, auf euren Terrassen. Ja, ne? Strickt was Schönes und wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.